MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Fleisch habe ich genug, Benny. Gib mal, bitte. Ja, muss ich erstmal braten. So. Fleisch. 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 Fleisch erstmal braten. Braten. Ergaben. Braten. Braten. Haben wir noch Kohle? Ja, haben wir. Hier, muss, hier in den Ofen rechts muss noch. Nee, warum ist die zweite denn jetzt schon wieder in den futsch? Linken Alter. Ofen hier, bei dem muss noch Kohle rein. Guck hier hin. Guck hier hin, Senorita. Denn ich habe die Weizen. Wirst du mir jetzt nicht folgen, werd ich mit deinem Arsch die Tür abbeizen. Oh, es wird Nacht, Senorita. Jetzt gib doch mal Gas, sonst nehm ich die Messer und du beißt ins Gras. Oh, es wird Nacht, Senorita. Komm, ich hab das Weizen in der Hand. Jetzt gerade mal uninteressant hier. Ich hab die Weizen in der Hand. Wenn du jetzt nicht weitermachst. Was? Die Kuh mag dich. Was? Was denn? Die andere jetzt auch. Das. Klasse. Super. Oh, es wird Nacht, Senorita. Folgst du mir jetzt nicht, dann werde ich krasser. Denn ich schwöre dir, ich ersauf dich in Wasser. Oh, gute Nacht, Senorita. Da vorne kommt der Nick mit zwei Kühen im Schlepptau. Er das ist kann sich ziemlich nur noch um Jahrzehnte geknickt. Handeln. Oh, es ist Tag, Senorita. Ich möchte nicht. Alter, halt doch dein Maul. Und da vorne ist Gerd. Ich möchte er penetriert wissen, eine Muku mit einem Eisenschwert. Ich möchte nicht wissen, wie viele Folgen wir jetzt damit verbracht haben. Oh, es ist Tag, Senorita. Boah, Alter. Drei Folgen nur für ein Tier. Doch der Nick hat's geschafft. Weißt du das? Jetzt ist er endlich wieder hier. Oh, es ist Tag, Senorita. So. Mach die Gatter Alter, mal auf! Jetzt werden die unaufmerksam. Ernsthaft? Nimmst jetzt, du wo ich die einfach nur noch reinziehen will. Warte, ich schieb eine rein. Sind irgendwie warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach zu. Plan B. Oh! Es wird Nacht, Senorita. Die Kuh geht nicht in die Stall. Der Nick ist total verzweifelt. Die Kuh hat einen Knall. Aber sowas von. Ja. Boah, du. Oh, es wird Tag, Senorita. Ja, lass mal gerade, Benny. Was bist du für ein Knilch? Boah, ich brauch dringend was zu trinken, ey. Fang doch endlich die Kuh. Die blöde Sau gibt nämlich Milch. Geben die nicht auch Milch? Ja. Kannst du mit dem Eimer rechts kriegen, dann hast du Milch. Oh, warte mal, das mache ich jetzt direkt mal. Ach, nö. Mann. Oh, fuck. Oh. Jetzt habe ich auch noch Zeug verschüttet hier. Ach, Mann. Mau. Finding. Mau. Ah, ja, toll. Ja, Moment gerade. So, geil. Eingang frei. Mauspad in Eistee getränkt. Check. Das muss so. Super, das muss so. Das gehört so. Oder? Oh Mann. Ist doch schon. Jetzt, oh. Wohin? Da! Ah! Wohin läuft die andere bitte? Jetzt der. Nee, oh Mann. Die frisst unser Alter, Zucker. So langsam werde ich echt. So langsam werde ich echt pissig, ne? Die Kuh steht in der Fackel. Die grillt sich selber. Boah, hoffentlich verbrennt sie, ey. Oh, guten Mittag, Senorita. Die Kuh macht da ihr Ding. Sie steht in der Fackel. Sie glaubt, sie ist bei Burger King. Das kann doch nicht sein. Jetzt guck doch einfach zu mir und geh da rein. Die ist aber gleich drin. Ja! Ja! Ja, eine schon eine dumme Scheißkuh.
Wir zählen dumme Scheißkühe zum Einschlafen. Oh, gute Nacht, Senorita. Mit diesen Kühen ist Dreck. Nimmt das bald nicht ein Ende. Boah, ist meine Stimme endlich, vorher weg. Ey. Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, die drei Folgen darf mein Sohn nicht gucken. Was? Weil er sonst anfängt, dem Nick zu erklären, wie man Kühe fängt. Ja. Ja, ist doch okay. Nein. Weil wir noch am Aufnehmen sind. Sind noch gar keine Folgen von uns online. Na, ja, ja. Nein. Ja, ich habe nein. Was denn jetzt gut? Boah, endlich. Operation blöde Scheißviecher fangen gelungen. Ich sag Octopussy und dann kommt ein Zombie? Hä? Ja, ich höre hier einen Zombie. Oh. Ich hätte aber auch gerade eingehört. Mario säuft schon wieder ab. Es wird schon ein Zombie und ich sehe rot. Es wird schon wieder dunkel. Boah, okay, ey, endlich. Wo sind eigentlich die ganzen gebrannten Steine, ey? In den Kisten habe ich sie reingepackt. Könnten vielleicht mal ein Haus bauen. Ja, so eventuell. Also ich habe ein bisschen Steine in die Kisten gepackt. Bruchstein, Bruchstein. Ist das fertig? Nee. Ich habe auch noch voll viel Bruchstein. Ich gehe jetzt wieder Bruchstein brennen. So. Ja, ich helfe mir. Aber geh dich nicht verbrennen. Lol, ich habe eine Kartoffel. Alles klar. Hat wohl ein Zombie gedroppt. Ich habe auch eine Kartoffel, hier sitzt eine. Alles klar, wir pflanzen Kartoffeln an. Habe ich gar nicht gemerkt. Oh, es ist Nacht, Senorita. Und der Mond scheint so hell. Die Schafe machen hier Kinder. Das geht in Minecraft ganz schön schnell. Pflanzt jetzt an unser unendliches Wasserloch, ne? Ja. Junger Mann, brauchen Sie noch Knochenmehl? Von mir aus gerne. Ich hätte mal so 15 Stück. Ja, das ist sehr gut. Ja. Boah, gehen die mir auf den Sack, ey. Ich geh Zombies jagen. Warte mal, den setze ich mal. Komm, Zombie Put Put. Setz dich mal hier hin. Komm, Zombie Put Put. Oh, es ist Nacht, Senorita. Ich gehe alleine durch die Wald. Ich suche mir Zombies. Und dann mache ich sie kalt. Alter. Ah, Skelett. Aua. Darf ich fragen, was du geraucht hast? Ich dampfe. So. Ich hab Skeletor getötet. Skeletor? Skeletor. Oh, oh, da vorne ist so ein kleiner Flitz. Da war so ein Flitzepimmel. Ein Creeper! Komm, ja, komm mit. Komm. Komm. Ja, komm, Schatz. Komm mit. Komm. Komm, Flitze. Komm. Oh, ist der schnell, der Creeper. Der Creeper? Ja, nein, Creepy, nicht zu den Schafen. Nein, komm hier lang. Der ist weg. Hallo, Creepy. Creepy, ey. Hier unten müsst ihr ein bisschen aufpassen, wobei ich baue hier einfach ab, dann fallt ihr auch nicht so schnell aufs Feld. Karl-Heinz. Ach, da ist Karl-Heinz. Komm her, Karl-Heinz. Hat er dir eigentlich alles Namen? Ja. Ah ja. Oh, Karl-Heinz hat den Zombie gekillt. Danke, Karl-Heinz. Sehr nett. Tja, Karl-Heinz schielt, Karl-Heinz guckt schief, wenn du Karl-Heinz beleidigst. Warum legt ihr euch hin? Ja, warum nicht? Ja, jetzt wo sehe ich schon alle liegen. Und jetzt kommt die Einhörner. Was ist eigentlich Hobbygärtner? Ist Hobbygärtner Terraforming durch Creeper verursachen oder? Ey, cool, da läuft noch ein Zombie und der brennt nicht.
Ja, wenn die im Schatten stehen, wenn die unter Bäumen stehen, brennen die nicht. Genauso wie wenn sie im Wasser sind. Creepy! Komm, ja, komm! Wenn die hinter dir rennt, Blitzpimmel. Ja, geh mal da weg, damit ich den hauen kann. Oh, Spinnchen. Benni hat einen Flitzepimmel. Ach, ist der süß. Zwei. Oh Gott. Zwei Spinnchen. Hab ihn. Hinter dir noch, Mayo, hinter dir. Echt? Na komm her. Ja, da ist noch einer. Ja, komm Alter, her. Die sind so gefährlich, ne? Die triffst du fast nicht und die machen so viel Schaden. Hab ihn. Flitzepimmel. Alter Vater, ey. Meine Sachen liegen hier. Flitzepimmel, meine Sachen liegen hier. Hier auch, Benni. Hier oben, Benni. Achso. Boah, sind das Drecksviecher, ey. Ja, ja, die Flitzepimmel sind mies. Nein! Was willst du? Komm, Spinnchen, komm. Warum sind da denn jetzt nochmal 100 Steine? Alter, was macht ihr denn? Mayo wollte. Warum? Julian guckt jetzt unsere Omsi-Folgen. Wir haben doch schon gefühlt 18 Stacks Steine gebrannt. Nee. Ja, aber ich habe einige verloren, weil ich gestorben bin. Nee. Heißt, wir verbraten jetzt gerade die ganze Kohle für fucking Stein, ja? Ja, wie die Frauen. Mario, bitte schau mal. Kauft sich deine Frau Steine vom Geld, oder? Ja, so Klunker, weißt du? Ach so, Mario, ja, solche Steine, ja gut. Wollen wir das, Mario, würdest du schon mal anfangen mit dem Haus? Ja, wo wollen wir das denn hinbauen? Hier auf die Anhöhe, ne, finde ich. Ja, hier. Ich hab Steine hier, warte. Ja, ich auch. Ja. Mit 3 Stacks. Bei, also Mario, die Anhöhe ist jetzt nicht so groß, dass man hier 18 Stacks Stein verbauen könnte. Ja, aber willst du nicht, warte mal, bevor du weiterbaust, willst du nicht zumindest ein bisschen Rand lassen? Ja, hab ich doch hier. Dass man hier nicht aus dem Haus rausfällt, die 2 Blöcke tiefer. Ach, das passt schon. Also willst du, dass ich hier anfange? Ja, hier unten, warte mal, hier unten wird's ja so ein bisschen dichter. Ein bisschen, also hier ist halt nicht mehr so viel Platz. Ich würde das schon irgendwie, weiß ich nicht, so, schon so auf dieser breiten Fläche hier lassen. Also vielleicht so bis, ich würde sagen, warte mal, ich hole jetzt mal Steine raus, aus dem Ofen. Nick, ich hab noch was du... Gute Nacht, Senorita, der Nick holt sich einen Stein. Also fängt er nicht langsam an zu bauen, hau ich ihm eine rein. Ich würde prinzipiell vielleicht, so, ich mach jetzt mal nur die Ecken, weil so viel Steine habe ich jetzt nicht. Aber, fuck. So, wir sollten vielleicht gucken, dass das nicht allzu kacke aussieht. Ich meine, gut, wir bauen, aber, ne? Man kann's ja versuchen. Soll nicht allzu kacke aussehen, Bong. Oder wir bauen so mehrere Etagen für ihn eine Etage. Weil das irgendwie voll der ist, voll das. Ne, wobei. Ja, doch, das wird schon irgendwie eher Richtung Quadrat, ne? Oder wir machen halt für jeden eine Etage. Ich find's halt ziemlich klein. Ja, oder wir bauen nach hinten weiter aus. Aber hier vorne ist halt nicht wirklich mehr Platz. Ja, dann bauen wir nach hier weiter aus. Ja, dann setzen wir hier ein bisschen Erde dran. Aber halt auch nicht zu lang, meiner Meinung nach, weil sonst sieht das auch wieder scheiße aus. Nö, aber so bis hier. Guck mal, bis hier. Ja, ich würde sagen, hier die Ecke machen. Ja. Warte mal, jetzt mal gucken. So, ich glaube, so geht das, ne? Ja. So, dann würde ich fast sagen, wir können das ja irgendwie, weiß nicht, wir können ja zwischendurch mal Cobblestone mit reinmischen oder wir können aus 4 Steinen, wenn du die ins Dings legst, dann kriegst du ja so ein Dings quasi raus, so ein. Warte. Jetzt fehlt mir der Begriff gerade. Wenn du einfach mal 4 in so einen Würfel legst quasi. Dann kriegst du Steinziegel. Genau, Steinziegel. Die sehen, finde ich, auch gar nicht mal schlecht aus. Die könnten wir auch nehmen.
Stimmt, Steinziegel können wir auch. Und wir können vielleicht auch zwischendrin irgendwo Holz noch einbauen. Vielleicht an die Ecken oder irgendwie. Ich würde auch gerne einen Holzboden machen. Ich kümmere mich da gerade drum. Ja, ja, Holzboden definitiv, aber an die Ecken vielleicht auch Holz? Ja, kann man machen. Alles klar. Was nehmen wir denn? Was haltet ihr denn von Fichte? Oh! Hier drunter ist übrigens der Keller. Ich habe nur eine Stelle abgebaut. Was haltet ihr denn von Fichte? Ja, ich habe auch. Als Eckpfeiler. Ja, und ich habe. Oder sollen wir Eiche oder Birke nehmen? Also ich habe für den Boden habe ich Birke.